So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MediaWorld Dynasty mit euer Meiji. Ich komme gerade von der großen Jagd zurück vom Kapitel 5. Ja, man sieht, wir sind jetzt im Kapitel 6 und wir haben wunderbar und schöne neue Aufgaben bekommen. Ich bin total überladen und wir werden uns dann gleich mal um die Aufgaben kümmern. Baue ein Ressourcenlager, baue einen Holzschuppen, baue einen Nahrungsspeicher, gewinne Dynastie-Reputationen. Da haben wir schon 943 von 1000, also ich werde noch ein paar Quests erfüllen müssen. Und baue mindestens 10 Gebäude. So, jetzt entfernen wir erstmal unseren ganzen Kram. Muss ich erstmal gucken, wie viel Platz wir noch hier in der Kiste haben und was wir hier alles drin haben. So, mal gucken, wie viel Pelze, weil 43 Pelze. Nicht wundern beim Leder. Ich habe Taschen gemacht, die ich verkaufen wollte. Aber leider haben sie im Dorf noch alle geschlafen. So, mal gucken, wie viel wir unterkriegen. So, damit sind wir schon etwas leichter. Da haben wir nur noch 39 Kilo. Hier sind noch Holzsperre, sehe ich gerade. Die packen wir mal alle rüber. So, dann nehmen wir mal unsere einfachen Taschen. Packen die auch noch rein. So, die Waffen packen wir dann in unser Jagdhaus. Gucken wir mal, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, dass wir erstmal noch Leder wegkriegen. So, den Stock behalten wir. Gut. Fleisch. Das ist mein Fleisch. Ah, okay, ja, man sieht 73 Fleisch. Ich habe etliches gebraten zwischendurch. Ja, Breitwegerich musste ich auch zwischendurch nehmen, weil es war alles auf Null. Ich sehe aber gerade, dass wir noch ein bisschen Geld haben. So, weil wir müssen ja den Weizen noch schlagen. So, 30 Kilo. Und ich wollte gucken, ob wir unseren Bogen reparieren können. Wie es funktioniert, ich weiß es noch nicht. Das muss ich dann erst testen. Aber wir gucken mal hier am Tisch. Jagdhütte. So, ich kann keinen Bogen machen. So, wie kann ich den Bogen reparieren? Ansonsten, wenn es einer weiß, ich würde mich freuen, wenn man mir das sagen könnte. Packen jetzt aber auch erstmal alles Unnötige weg. Denn ich brauche jetzt viel Platz, um die Häuser anfangen zu bauen. So, damit wird die Kiste auch schon voll. Ich habe nur noch 10 Kilo. Was wir brauchen, ist auf alle Fälle die Axt erstmal. Die Axt und den Hammer. So, der Hammer ist aber auch nicht mehr lange ganz. Und dann werden wir dann auch anfangen. Und ich werde gleich hier daneben dann anfangen zu bauen. Oder hier noch was hinbauen. So, die Vogelfalle bauen wir auf alle Fälle erstmal wieder auf. Okay, die ist weg. Dafür brauche ich aber erstmal wieder Steine. Waren zwei Steine und Stöcker, glaube ich, gell? Gut. So, dann. Da gucken wir mal, wie viel man dafür braucht für die Vogelfalle. Die können wir schon aufstellen. Dann stellen wir die doch gleich auf. Ich will doch nicht hauen. So, jetzt sammeln wir noch schnell die Hasenfalle ein. Brauche ich auch wieder neu. So. Fallen, 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 fallen. Was ist denn das eigentlich für eine Falle? Eine Rattenfalle. Ja, was macht man mit Ratten? Ja, Fischernetz haben wir noch nicht. So, die Hasenfalle. Da brauchen wir Stöcker. 10 Stück. Gut. Ich werde jetzt beim Bauen. Ich hoffe, ich kriege es hin. Spulen. Ansonsten wird es ein sehr langes Video. Oder ich muss es in mehrere Teile packen.
Also drückt die Daumen, dass ich das endlich mit den Spuren hinkriege. Es ist leider noch kein Meister von Himmel gefallen. Und ich versuche, gebe mein Bestes, dass wir alles soweit hinkriegen. So, das müssten 10 Stöcker sein. Und ich muss auch noch was essen. Erstmal die Hasenfalle neu auf. Gucken wir mal, wie spät es ist. Also, ich lasse mir jetzt Zeit beim Bauen. Also, schön in Ruhe. Wir haben es 9 Uhr. 9 Uhr noch was. Ich bin 5 Uhr frühs in das Dorf. Es war wirklich dunkel. Und was machen die Leute? Die gehen alle erstmal zu Bett. Ich konnte nicht flirten, konnte leider nichts verkaufen. Naja, was soll's. Gut. Was wollten wir machen, die Hasenfalle? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. So, Hasenfalle steht. Und wir gucken jetzt mal, was wir üben. Halt, 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 halt. Bevor wir das jetzt machen, gehen wir jetzt auf Technologien. So, hier ist die Schaufel, da ist der Zaun. Ich will aber. Ich will. Einfach. Keine. Ich möchte das Mehl. So. Weil ich glaube, ich kann das erst verarbeiten. Den Weizen. Wir nehmen jetzt mal den Weizen wieder raus. Da haben wir hier 8. Hier erstmal 8. So. Hat man hier erst. Oh, ich habe noch ungebratenes Fleisch. Ach ja, stimmt. Da rein. Die Federn auch. Federn brauchen wir immer. So, das Leder auch. Die 16 Stöcker, die wir jetzt haben, kriegt man 6 rein. Okay, ist auch erstmal okay. Gut. So. Weil. Hier ist der. Ah! Gut. Toll. Hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Aber wir wollen ja weiter voran, da wäre die Schaufel besser gewesen. Jetzt muss ich mal hier gucken, ob wir hier noch Weizen drin haben. 22. Weil hier gibt es nämlich nochmal Körner für den Weizen und wir kriegen Stroh. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert. So. F. Ne, R. Machen wir mal alle 30 und dann kaufen wir mal. Ja, geht relativ schnell. Sieht lustig aus. Aber man kann nicht rein oder rauszoomen. Das ist das, was mich ärgert. Gibt's Weizenkorn und ein Stroh. Das Weizenkorn kann ich dann zu Mehl verarbeiten. Einen gewissen Teil, aber wir wollen ja auch wieder aussehen. Die Felder. Dann habe ich gehört, also wenn man Leute hat, wenn das Dorf schon weiterentwickelt hat und man die ersten Einwohner hat, ist es besser. Für das Management, man macht nicht mehrere kleine, man macht, sondern macht die großen Felder. Es ist fürs Management besser. Haben wir 13 Weizenkörner. Das ist doch schon mal super. Stroh haben wir 30. Das ist auch super. Aber ich weiß nicht, wie viel Stroh ich reinkriege. So, weil wir müssen echt anfangen, die Häuser zu bauen. Und wir werden dann mal mit der Grundsteinlegung anfangen. So, habe ich jetzt noch Steine irgendwo? Ja, die nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Stöcker nehmen wir auch ein paar mit. Ah, ich werde die Stöcker mal alle mitnehmen. Die schmeißen wir jetzt einfach mal kurz hier raus, weil es ist zu viel. So, Inventar, wo sind meine Stöcker? Ich lasse jetzt den. Machen wir mal 20, lassen wir mal drinne. So, zum Rausschmeißen X ablegen. So, den lassen wir drin, also auf alle Fälle 100. 100 schmeißen wir mal hier hin. Ich weiß nicht, ob sie verschwinden oder sowas. So, jetzt haben wir so, okay. Da haben wir noch 26 Stück. Toll, ein Stock, 110 Stück. Okay.
Jetzt gucken wir nach der Grundsteinlegung. Wir sollen bauen ein Resort. So, ein Resort. Ein Ressourcenlager. So, Speicher. Ressourcenlager, nicht genügend Dings. Wir brauchen 10 Rundholz. Erstmal nur für den Grundbau. Und ich möchte das Gebäude aus Stein bauen. Weitest möglich. Denn es ist ein Lager. Und wenn das in Ordnung ist. Oh. Dass die Bäume immer auf mich. Was ist hier los? Wo kam das Rundholz her? Habt ihr das gesehen? War ein richtig schönes Rundholz. So, gucken, Federn, Federn. Wir müssen nämlich dann wieder Pfeile bauen. Die sind ganz wichtig, meine Federn. Ach so, ein Holzschuppen. Ein Holzschuppen wäre natürlich auch für den Anfang sehr gut. Müssen wir noch schnell was essen. Die Arbeit strengt an. Und mit dem ganzen Fleisch werden wir dann auch mal noch Suppe kochen. Aber die Suppe, denke ich mal, werde ich wieder separat in der Nacht kochen. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Also ich werde in dem Video jetzt nur die Grundgebäude bauen, wo wir sie hinstellen. Oh, bin ich überall. Ich wollte gucken nach meinen Federn. Feder nehmen. Feder nehmen. Weil sonst wird's. So, gucken wir mal ganz kurz ins Inventar. So, 9 Rundholz. 10 brauche ich. Ach kommt. Schlagen noch ein. So, und schon haben wir ihn. Na, wieso treffe ich die Kiefer nicht? So, stellen wir uns wieder drauf und zack, 2 Hiebe. So, einen müssen wir noch mitnehmen. So, sind hier Federn runtergefallen. Rundholz, Rundholz, Rundholz. Ich sehe leider keine Federn. Bin ich aber dermaßen überladen, dass das schon eine wahre Wonne ist. Muss noch irgendwas rausschmeißen, dass wir dann wieder einsammeln. Oder ich produziere schnell meine Reserve-Axt. Weil wenn wir die haben, es wird um einiges leichter, denke ich mal. Ah, so viel wird es nicht. Und wir produzieren jetzt nochmal den Hammer. So, da sind wir nämlich stöckerlos. Guck mal. Ups, falsche Taste, Jungs. Tut mir leid. Aber das sah doch jetzt schon mal richtig gut aus. So. Zeitlupe. Laufen. Laufen. So, dann könnt ihr mir mal schreiben. In die Kommentare, was wir noch für Gebäude bauen. Auf alle Fälle. Der Nahrungsmittelspeicher ist wichtig. Wenn ich die habe, habe ich 6 Gebäude stehen. So. Zähne müssen wir bauen. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz noch was gucken. Jetzt gehe ich wieder an die falsche Taste. Da wollte ich doch auch nicht hin. Jetzt wollte ich gucken. Wir können die Näherei bauen. Wir können eine Taverne bauen, eine Schmiede können wir noch nicht bauen, da fehlt mir auch das Eisen. Die Scheune haben wir, das Lebensmittellager ist sehr wichtig, die Jagdhütte haben wir bis jetzt. Warum das so lange Töten eines Tieres? Fallenjagd, Fische mit dem Netz oder Speer. Also, ich habe wirklich noch keine Fische gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also, ich bin mal gespannt, wenn einer weiß, ob einer schon mal fischen war. Bis jetzt ein Update rauskommt, wo es möglich ist. Also im Moment, zu diesem Zeitpunkt, habe ich noch nicht rausgefunden, wie man angelt oder fischen tut.
So, jetzt haben wir unsere 10 Sachen. Und wir fangen jetzt vorne an und bauen das Ressourcenlager. Und das würde ich sogar... Wieso habe ich nicht genügend Rundholz? Wollte ich das hier hinter mein Haus stellen, so, dass man hier durchgehen kann? So, dann machen wir jetzt das ganz einfach. Da schmeißen wir jetzt einfach die Stämme hier raus. So. Und nehmen sie dann einfach wieder auf. Zack, schon sind wir leer. Ich muss da mal schnell was trinken gehen. So. Solange wir nämlich noch keinen Platz haben, wo wir die reinpacken können. Baue einen Holzschuppen, das wäre das zweite. Weil dann können wir das nämlich schön im Holzschuppen sammeln. Das wäre total... Wow. So, hier sind wieder Federn. Und wir brauchen nämlich dann auch, wir müssen dann nämlich einen Haufen Steine sammeln. Für die Häuser. Kurios. Ich spiele jetzt schon so lange. Und mir ist noch nicht aufgefallen, dass man im Spiel, wenn man ein Haus baut, einstellen kann, ob man Steinhäuser, Holzhäuser oder die ganz einfachen mit den Stöckern, so wie jetzt meine anderen Häuser sind, bauen kann. So, vielleicht wenn es Spaß macht, das werde ich aber dann machen, wenn ihr nicht dabei seid, werde ich die anderen Gebäude aufwerten oder umbauen. So, 6 Rundholz. Upp. Ja, wieder leicht überladen. Dass wir mal vorankommen. Aber ich finde das schön, dass da mein Baum stehen geblieben ist. Die Bäume sollen nachwachsen. Alle 2 Jahre, glaube ich, so viel wie ich gelesen hatte. Da bin ich mal gespannt. Wir lassen mal die Stümpfe dort stehen, ob die da auch nachwachsen. Also auf alle Fälle sind dort Setzlinge. Und da bin ich mal gespannt, ob die größer werden, die Setzlinge. So. Kann ich mich gar nicht bewegen. Jetzt schmeißen wir so viel raus, dass wir die Zähne haben. So, das heißt, wir müssen 7 Rundholz rausschmeißen. 7, 5, 6, 7. Akzeptieren. So, jetzt bin ich zwar immer noch überladen, aber ich kann laufen. So. Bauen. Gebäude. Speicher. Ressourcen. Oh, scheiße, ist das groß. Meine Güte, ist das groß. Es gibt Hindernisse, die die Baustelle blockieren. Was sind Hindernisse, die die Baustelle blockieren? Ist das riesig. Meine Güte. So. Nehmen wir mal. Den Hammer habe ich doch schon dabei, gell? Leid. Oh, aber der ist noch nicht aktiviert. Wir nehmen erstmal unseren 11%igen. Den setzen wir jetzt auf die 2. So. 2. Ich kann nur eine Flechtwand bauen. Flechtwand. Ich kann hier nur eine Flechtwand bauen. Das ist aber schade. Ich dachte, ich kann hier... So, okay, der Grundstein ist gelegt dafür. So, wie viele Hölzer sind das jetzt? 7. Gucken wir mal, was der Holzschuppen... Der Holzschuppen... Ressourcen. Er braucht 6. Schön. Dann nehmen wir die auf. Mal gucken, ob wir den hier dahinter kriegen. So.
könnten wir das drehen? Etwas blockiert die Baustelle. Schade, ich dachte, ich kriege den so schön hier. Dahinter gesetzt. Naja, er sitzt dahinter, aber mit einem leichten Abstand. Das macht aber nichts. Gut. So, der Holzschuppen steht, das Ressourcenlager steht auch. Oder Grundsteine. So, jetzt steht da, baue einen Nahrungsmittelspeicher. Was brauchen wir für den Nahrungsmittelspeicher? Speicher. Der ist da oben. Das ist das Lebensmittel da. Ressourcenlager. Ressource 2. Ressource. Lebensmittellager. 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 Baue einen Nahrungsspeicher. Jetzt müssen wir mal gucken. Moment. Grabungsschuppen. Mine. Häuser. Speicher. Landwirtschaft. Überleben. Ja. Felder, Hühnerstall, Gänsehaus, Schweinestall, Schafe, Kühe. Kühe. Hat einer schon mal Kühe auf? Ja, doch, doch, doch. Das eine Dorf hatte Kühe. Also, ich nehme mal an, das wird dann diese sein. So, da brauchen wir 8. Eins habe ich. Den Nahrungsmittelspeicher. Werden wir uns dann hier so hinsetzen daneben. Mal gucken wir mal, dass wir hier noch Häuser hingesetzt kriegen. So, kann man die Steine eigentlich wegmachen? Vielleicht mit einer Schaufel, nehme ich mal an. Gut. So. So, ja. Weil wenn man dann schön die Häuser ringsrum setzt, dann kann man dann schön die Sachen hinstellen. So, hier soll der Speicher hin. Jetzt machen wir erstmal hier wieder alles raus, dass wir fällen können. Aber bevor wir das machen, schade, dass das nicht geklappt hat. Ich habe ja auch noch die Schuhe. Der Schuh drin. Die Stecker mal raus. Alles Gewicht, was wir jetzt erstmal nicht brauchen. Ich muss unbedingt noch schnell was trinken gehen. Zu dämlich, heute das zu machen. Ich möchte auf den Inventar bleiben. Ich möchte bitte... Ach, der ist schon draußen. Hä? Jetzt ist das Rundholz weg. So, liebe Freunde, damit ist die Folge leider für heute schon zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und wer Lust hat, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, sagt euer Michi. Bye, bye.